Österreichs Skispringer sehen sich in der kommenden Saison mit einigen Planänderungen konfrontiert. Aufgrund der im Winter stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft kommt es zu einigen Terminkollisionen. Und so startet man schon Anfang November bei einem Hybridspringen im polnischen Wisla. Und die Saison erstreckt sich dann bis Anfang April, wo das Finish in Planica stattfindet. Wie man das Ganze ÖSV-technisch auffängt, besprechen wir jetzt mit dem Teamchef der ÖSV-Adler, Andreas Wiethölzl, der uns via Skype zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, grüß euch. Bevor wir über das sprechen, was ich gerade erläutert habe, Sie haben die vergangenen Tage beim Stangl-Wirt verbracht. Erstes Vorbereitungscamp, geht es da schon darum, die Leistungsstärke so ein bisschen aufzubauen oder war das mal ein Wiedersehen nach dem Urlaub? Ja, grundsätzlich war es mal ein Wiedersehen nach dem Urlaub und haben die Zeit einfach auch genützt, sehr viele Gespräche zu führen mit allen, sage ich, Athleten in Individualgespräche, auch mit dem Trainerteam einfach den Vorplan festzulegen, Details zu klären, Aufgabenverteilungen fürs neue Jahr. Und wir haben doch den einen oder anderen Abgang bei uns im Team und haben das neu aufstellen müssen. Und ja, wir haben die Zeit gut genutzt, haben nebenbei viel gesportelt und trainiert und sind natürlich auch viel gesessen in den Besprechungen, aber es war eine gute Zeit. Wie kann man sich jetzt vorstellen, was in Ihnen vorgegangen ist, als diese Nachricht publik wurde? Ist es Ihnen entgegengekommen, dass man darauf reagiert, dass während der Fußball-Weltmeisterschaft die Skispringer sozusagen ein bisschen in den Hintergrund rücken? Oder stört das vielleicht auch in der Trainingssteuerung, wenn man weiß, Anfang November geht es eigentlich schon los? Ja, grundsätzlich in der Trainingssteuerung stört es gar nicht. Es ist natürlich für uns schon etwas anderes, weil wir ja einfach früher parat sein müssen. Eigentlich das größte Problem, was ich sehe, ist das, dass wir eigentlich nur eine ganz kurze Umstellung auf die Eisspur haben. Oder besser gesagt haben wir, schätze nicht mehr als über 20 Eisspursprünge, bevor der erste Weltcup losgeht. Also es ist schon sehr früh, aber ja, man muss es eh so annehmen, wie es ist. Es ist eh für jeden gleich. Wir werden schauen, dass wir so früh wie möglich auf Eisspur kommen. Aber wie man weiß, ist es bei uns eher ein bisschen schwierig mit den Temperaturen ganz oft, dass man die Eisspur zusammenkriegen. Mal schauen, also vielleicht spielt das Wetter ein bisschen mit, aber grundsätzlich werden wir ja ein bis zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt zum ersten Mal auf Eis sein. Vielleicht nur zur Erklärung für unsere Zuschauer. Das erste Springen findet Anfang November in Wisla statt. Ein Hybridspringen, wo man auf einer Eisspur hinunterfährt und auf einer Matte landet. Was denken denn die Springer darüber? Sagen die eigentlich egal, wir nehmen das, was kommt und der Wettkampf steht im Vordergrund? Oder herrscht eine gewisse Abneigung vielleicht diesem Stil gegenüber? Ja, Abneigung würde ich jetzt nicht sagen, aber jeder macht sich natürlich Gedanken, die Athleten und auch die Trainer, okay, wie viele Sprünge kriegen wir dann zusammen auf Eis, wenn es dann losgeht. Man muss natürlich schauen, auch mit Material, man kann dieses Material, das man an diesem Weltcup-Wochen hernimmt, nicht mehr später hernehmen, man muss die ganzen Ski wieder schleifen. Also man braucht dann schon auch wieder seine Zeit, dass man das ganze Material wieder auf Vordermann bringt. Gott sei Dank haben wir nachher noch zwei Wochen Pause, wo man das machen kann. Ja, ich hätte mir es gewünscht, dass es vielleicht eine Woche später ist, dann hat man ein bisschen mehr Ruhe nur zum Vorbereiten und Sprünge zum Sammeln, aber wie gesagt, immer, es ist, die Situation ist so, man kann sie nicht wirklich aufregen und man muss es eher annehmen, wie es ist und das werden wir machen. Wir werden uns gut vorbereiten und schauen, dass wir einen guten Plan bis dorthin haben und vielleicht das eine oder andere einfach noch hineinplanen. Vielleicht geht es im Norden um ein bisschen früher schon, vielleicht fahren wir noch mal rauf. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen auf uns zukommen lassen, aber grundsätzlich, der Plan steht bis dorthin. Wir werden das gut nutzen und werden natürlich alles daran setzen, dass wir dann in Wisla beim Auftakt einfach gut in Form sind. Neben dem vorgezogenen Auftakt in Wisla wird es auch wieder mal ein Springen in den Vereinigten Staaten von Amerika geben, nach 18 Jahren Abstinenz. Und da habe ich mir auch noch herausgeschrieben, im Jahr 2000 hat das letzte Springen in Iron Mountain stattgefunden. Sie werden sich wahrscheinlich persönlich noch gut daran erinnern, sind am Treppchen gestanden hinter Martin Schmidt und vor Andy Goldberger. Was hat diese Chance zu bieten? Ist sie reizvoll? Ja, auf jeden Fall. Also im Weltcup war ich das letzte Mal drüben. Ich war 2008 im Kontinentalcup drüben nochmal. Das war mein Abschlussjahr und bin doch dann als Trainer im Kontinentalcup ein paar Mal drüben gewesen. Es ist cool. Es ist einfach eine andere Mentalität. Es ist von den Zuschauern anders, wenn man das sich so vorstellt. Das ist ein riesen Parkplatz unten.
Ja, es ist so wie beim Football, wo dieses Tailgating ist und wo sie ihre Partys machen, wo die Autos hupen als Applaus. Und ja, und sie haben jetzt die Chance umgebaut. Also ich glaube, dass es ganz cool geworden ist. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder auch nach Iron Mountain kommen. Und ja, schauen wir mal, wie es ist. Andere Frage vielleicht, was dieses Thema bezieht. Die nordische Ski-WM ist nämlich unmittelbar nach den Wettbewerben in den Vereinigten Staaten. Dazwischen ist, glaube ich, noch ein einziger Wettbewerb. Spielt man da vielleicht auch schon sehr, sehr früh mit dem Gedanken, das langfristig zu planen, welche Springer dann vielleicht auch zu Hause bleiben, um die Energie bei dem Hauptevent des Jahres zu haben? Ja, grundsätzlich gehen wir immer schon nach dem Motto, also wir fahren alles, was möglich ist. Weil diese Wettkämpfe natürlich auch für die Athleten sehr wichtig ist. Mal schauen, wie auch die Form ist. Es ist dann Rasnach noch eine kleine Chance mit dem Mixed, ob man das vielleicht hernimmt, um nochmal eine Vorbereitung zu machen. Aber ich glaube, das kann man nur immer grob planen. Man muss das sehr oft einmal situativ machen. Wir haben das vor der WM in Oberstdorf auch eigentlich kurzfristig entschieden, dass man Rasnach auslässt und dann eine Vorbereitung macht, weil einfach Bedarf da ist. Wenn alles super läuft, dann nimmt man es noch mit. Aber jetzt das zu planen, ist vielleicht ein bisschen früh noch, aber wir werden natürlich mehrere Pläne aufstellen, okay, wie können wir was machen, und dann werden wir uns einfach für den besten Weg entscheiden. Gut, also dem Projekt gegenüber sehr neutral aufgestellt und man wird situationsbedingt handeln. Mario Stecher, den nordischen Direktor des ÖSV, würde ich auch noch ganz gerne ins Spiel bringen, der mit einem Zitat auch aufgekreuzt ist in den Medien, hat unter anderem gesagt, auf der einen Seite wollen die Springer Geld verdienen, auf der anderen Seite könnte es aufgrund der langen Dauer der Saison die härteste aller Zeiten werden. Wie stehen Sie dem Thema gegenüber, dass man das Ganze jetzt künstlich ausdehnt sozusagen? Ja, es ist schon sehr lange. Wir haben letztes Jahr eine sehr intensive Saison gehabt, die bis Ende März gegangen ist. Jetzt geht es heuer noch mal eine Woche länger und fängt so früh an. Man hat dann immer schon wieder Pausen. Also ich glaube, man muss es schon auch, ja, gut planen und gut beobachten und schauen, vielleicht braucht der eine oder andere Athlet dann wirklich eine Pause, um einfach wieder Energie zu sammeln oder auch zum Trainieren einmal. Also wenn es immer nur so Schlag auf Schlag dahin geht, ist es anstrengend. Natürlich, es ist eher ein Job. Also die Athleten sind doch relativ, sage ich, immer positiv eingestellt. Die wollen eigentlich alles fahren. Und, aber da muss man halt als Trainer auch irgendwo oft einmal ein bisschen ein Veto einbauen und sagen einfach so, und jetzt ist aber Zeit einmal für eine kurze Pause und zum Energiesammeln und vielleicht noch etwas zu verbessern oder zu adaptieren. Und ja, mal schauen, es gehört sicher gut geplant. Aber es ist immer alles sehr situativ. Also man hat es gesehen letztes Jahr im Winter beim Stefan Kraft. Es war nicht geplant, dass er diese Pause macht. Es war aber notwendig aufgrund seiner Symmetrieprobleme. Und es war gut so, weil er sich dann wieder erfangen hat und dann einfach eine gute Leistung gebracht hat hin auf Olympia. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig. Und ja, man kann immer nur einen groben Plan machen, aber man muss dann immer schon sehr flexibel und situativ reagieren und agieren und dann einfach das Individuelle für den Athleten das Beste rausholen. Zu Beginn des Gesprächs haben Sie von Abgängen auch gesprochen. Ihr Assistent Thomas Thurnbichler hat sich verabschiedet, wird jetzt Teamchef von Polen werden. Haben Sie versucht, vielleicht noch zu intervenieren? Inwiefern wird er Ihnen auch fehlen in der Assistenzarbeit? Ja, es ist ein bisschen schade. Also ich habe ja an Thomas letztes Jahr erst geholt und das war eigentlich sehr gut. Die Art und Weise, wie es dann vielleicht zum Schluss ein bisschen gewesen oder passiert ist, war vielleicht nicht ganz ideal, weil er eigentlich schon zugesagt hat und dann doch nochmal abgesprungen ist und wir uns schon ein bisschen darauf eingestellt haben. Wir haben gewusst, dass er das Angebot hat, das war klar, das haben wir am Ende der Saison besprochen. Ja, es ist natürlich schade, aber wir haben einen guten Ersatz gefunden schon und ich glaube, dass das auch sehr gut passen wird. Ich wünsche den Thomas alles Gute in Polen. Es wird sicher keine einfache Aufgabe werden, ja, in einer großen Skisprungnation ein Team zu führen. Auch wenn's, ja, wenn man die Sprache nicht kann. Ich glaube, das sind einige Hürden, die zu bewältigen sind. Aber er ist sehr engagiert und sehr motiviert. Also er wird das schon schaffen. Und ja, wir werden ihn, schätze ich, öfters im Winter sehen. Ja, aber wir haben uns gut aufgestellt, wir haben nachbesetzt, wir sind noch dran. Unser Anzugbauer ist natürlich auch der das Team verlassen hat jetzt und der sich anderweitig orientiert in einem anderen Bereich. Und das ist auch noch zum Aufstellen, das ist eher so ein bisschen das, was mir ja, wo schwieriger ist, weil es nicht so viele Personen gibt, die Sprunganzüge machen. Und da sind wir dran, aber wir werden da auch einen guten Ersatz finden und dass wir einfach sehr gut aufgestellt sind.
auf jeden Fall. Eine andere Thematik würde ich noch gerne ins Spiel bringen. Sie haben nämlich davon gesprochen, dass natürlich einige Hürden zu überwinden sind als österreichische Trainer im Ausland. Auf der anderen Seite merkt man, der österreichische Trainer im Ausland scheint beliebt zu sein mit Alex Stöckl in Norwegen, Stefan Horngacher in Deutschland. Was verbirgt sich hinter dem Geheimnis österreichischer Trainer im Ausland? Ist es vielleicht einfach die Sympathie, die wir ausstrahlen, oder wollen die einheimischen Polen, Deutschen und Norweger die eigenen Athleten aktuell nicht trainieren? Ich glaube schon, dass wir sehr sympathisch sind. Aber ich glaube, dass wir eine sehr gute Trainerausbildung haben. Ich glaube, dass das Know-how, was wir in Österreich haben, einfach sehr gut ist, auch gerade im Trainerbereich, im Materialbereich. Es ist immer ein mutiger Schritt. Also ich glaube, viele ausländische Nationen sehen auch, dass man extrem gute Nachwuchsarbeit macht. Man hat es jetzt letztes Jahr gesehen bei der Junioren-WM, wo wir wirklich sehr dominant waren, oder auch die letzten Jahre. Also das ist auch etwas, wo viele Nationen natürlich sehen, dass sie ihr eigenes System einfach verbessern und stärken können, weil diese Nachwuchsausbildung natürlich immer ein Riesenthema ist. Und da sind wir extrem gut, also mit den ganzen Leistungszentren, die wir haben, mit Stams, Eisenerz und Saalfelden, die einfach da einen sehr guten Job machen. Und haben das, glaube ich, ganz gut aufgestellt die letzten Jahre. Und ja, ich glaube, das ist auch die Erfolge, glaube ich, zeigt jetzt, und dass wir einfach eine gute Arbeit haben und gute Trainer in Österreich. Und das ist natürlich immer lukrativ für andere Nationen. Vielleicht von Ihrer Seite noch ein Urteil von Ihre Arbeit, die Sie in den vergangenen beiden Jahren geleistet haben. Wir wissen ganz genau, Sie haben im Frühjahr 2020 übernommen. Im ersten Jahr war es ein Übergangsjahr. Jetzt im zweiten Jahr haben Sie mit Sicherheit auch dazugelernt. Stichwort Entwicklung. Was ist Ihnen aufgefallen, auch an Ihrer Person? Was hat sich verbessert? Ja, wie gesagt, ich habe nach zwei Jahren die Conti Cup-Leitung übernommen. Es war für mich echt ein hartes erstes Jahr mit Corona und mit vielen Sachen, die ich immer so gar nicht so planen kann. Oder gar nicht zu machen können, wie man es geplant hat. Es war sehr viel Schnellschussaktionen, wo man dann wieder umstellen hat müssen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut durchgebracht. Wir haben viele Corona-Infektionen auch gehabt in dem ersten Jahr im Team von Betreuern und Athleten, wo uns schon den ganzen Rhythmus eigentlich immer ein bisschen zerstört hat. Und das letzte Jahr war einfach wieder ein neuer Schritt und ein besserer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben da weitergearbeitet, wo wir angefangen haben. Die Athleten haben sich, glaube ich, gut entwickelt. Wir haben einige Junge dazugekriegt, so wie ein Jovenik Daniel, der letztes Jahr wirklich einen guten Job gemacht hat. Ich zu meiner Person, man lernt von Jahr zu Jahr, das Team spielt sich ein. Ich glaube, man findet sich einfach immer besser zurecht. Also man kennt zwar die Trainer, aber wenn man halt dann sehr viele Tage im Jahr unterwegs ist, muss es auch funktionieren und harmonieren, und das tut es sehr gut. Also ich glaube, das Team ist wieder ein Schritt zusammengewachsen, und ich kann nur sagen, mit meiner Ruhe, mit meiner Gelassenheit einfach auch irgendwo in stressigen Situationen da, glaube ich, ganz gut das Team beruhigen und irgendwo das führen in der Richtung hin. Und wir sind ein gutes Trainerteam, das einfach sehr viele Ideen hat, das auch umsetzt und auch gut miteinander an einen Strang zieht. Und ich glaube, das ist auch das, was das Ziel für heuer ist, dass wir diese Erfolge, die wir letztes Jahr gehabt haben, einfach wieder wiederholen, dass wir wieder die beste Mannschaft der Welt sind, die Nationen Cup holen. Das Ziel bei der WM einfach wieder einige Medaillen zu machen. Und für mich ein großes Ziel ist natürlich auch irgendwo im Einzelbereich einfach wieder einen Gesamtweltcup-Sieger zu stellen. Das ist natürlich ein riesen Thema und eine riesen Aufgabe. Aber ich glaube, wir haben ein riesiges Potenzial im Team. Mit dem Stefan Kraft einfach einen, der was die letzten Jahre einfach immer da ganz vorne dabei ist, der sich jetzt auch entwickelt, verletzungsbedingt, wo letzten Jahre immer ein bisschen schwierig war, wo jetzt immer besser und fitter wird. Und mal schauen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass wir eine richtig gute Mannschaft bilden können. Und das ist das Ziel, dass wir ganz vorne dabei sind. Bevor wir auf die Neuerung kommen, was das Vermessungsprozedere betrifft, blickt man nochmal zurück auf jene Situation, die das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat, dass Daniela Iraschko-Stolz im Mixed-Bewerb einen nicht regelkonformen Anzug getragen hat. Kanada wurde damals, glaube ich, Dritter in diesem Mixed-Bewerb. Geben Sie uns einen Einblick in Ihre Psyche. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? War man da sehr sauer auf jene Leute, die diese Entscheidungen getroffen haben? Oder sind die Sportler letztendlich dann wirklich verantwortlich dafür?
Oh, es ist sehr schwierig. Also das Thema Sprunganzug ist seit Jahren schon ein ganz schwieriges Thema. Dadurch, dass das ja kein fester Stoff ist, sondern der ist ja dehnbar und es verändert sich halt auch sehr viel. Ja, es ist immer ganz schwierig zu sagen, man kann das nicht ganz auf einen Millimeter, was immer genau haben. Und ja, wenn man den Körper anschaut, gerade beim Bauch und dieses Maß gibt es ja auch, und da muss er passen und das verändert sich über den Tag, glaube ich, 4 oder 5 Mal, weil es immer darauf ankommt. Habe ich was getrunken, habe ich was gegessen oder was habe ich gerade getrunken und wie viel? Also verändert sich dieses Bauchmaß eigentlich regelmäßig und kann sich innerhalb von einer halben Stunde ändern. Und ja, es war natürlich eine schwierige Situation, ich glaube für alle Nationen. Also man hat dann nicht genau gewusst, was passiert als nächstes. War natürlich auffällig, dass bei den Damen da sehr viel passiert ist und bei den Herren eben nichts. Also ich weiß natürlich auch nicht, ja, wie im Vorfeld kontrolliert worden ist und wie sehr man das Ganze ausreizt. Jedenfalls, ich habe es gut gefunden, dass der Schaf durchgegriffen worden ist einmal. Das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, ist vielleicht nicht die Ideale bei Olympia. Das hätte man davor auch schon mal machen können, dass das ein bisschen abgeflacht ist und die Athleten und sage ich, die Nationen ein bisschen aufmerksamer sind, was da passiert. Ja, es hängt natürlich auch immer sehr viel am Kontrolleur. Also ich glaube, dass jeder da sein Bestes gibt. Das ist, glaube ich, kein einfacher Job, wenn man von allen Seiten irgendwo oft einmal beschossen wird und irgendwo ständig irgendwo Fotos auftauchen und der hat das, der hat das und man muss darauf reagieren. Aber ja, sie sind sehr bemüht, dieses Thema so fair wie möglich zu machen. Es ist immer ein Bereich, glaube ich, wo Grauzonen da sind, wo schwierig zu messen sind, wo diese Regeln ja nicht immer so einfach sind zu messen. Und wir haben halt relativ viele Regeln und alle zu kontrollieren, auch vom Kontrolleur ist sehr schwierig, aber sie haben jetzt wieder versucht, was Neues zu machen. Diverse Bereiche, wo man sagt, okay, da ist Bedarf da und das ist gut so. Und wir haben sehr viele Gespräche auch mitgehabt mit den verantwortlichen Materialkontrolleur und haben wir versucht, da wirklich auch irgendwo Tipps zu geben, gerade in den Bereich mit den Leuten, die halt ja tagtäglich mit Sprunganzug zu tun haben und natürlich da einfach sehr, oder diese Profis sind, ja, mal schauen, wie sie sich auswirkt jetzt und wie es gemessen wird und was auf uns zukommt. Also wir können es auch nicht genau noch sagen, es ist noch nicht so viele Tage alt, der Beschluss jetzt und ja, schauen wir mal. Schauen wir dann in die Zukunft. Wenn Sie so zurückdenken an Ihre aktive Zeit, die vielleicht auch noch von anderen Dingen geprägt war, wo vielleicht auch Kontrollen hinten angestellt wurden, fehlt Ihnen das ein bisschen, dass Tatsachenentscheidungen manchmal dazugehören, wie auch beim Fußball jetzt ein Video Assistant Referee eingesetzt wird, um Situationen nochmal zu überprüfen? Ja, ich finde es gerade im Bereich vom Telemark fand ich das schon auch gut, dass man sagt, okay, man kann das vielleicht auch machen. Jetzt im Material ist es immer schwierig. Also grundsätzlich ist es, je mehr Regeln man hat, umso schwieriger ist, sie zu kontrollieren, weil einfach der Personalbedarf dann so riesig wird, um alles abzudecken. Und ja, aber so irgendwo eine Videounterstützung gerade für den Telemark fand ich das schon gut, weil es mittlerweile halt ja, das ganze Feld so eng beieinander ist und teilweise 1,5 Punkte der Platzunterschied von, sage ich mal, 5 bis 10 Plätzen sein kann. Also du kannst mit guten Noten, die vielleicht gar kein so ein richtiger Telemark ist und die Kampfrichter gar nicht so sehen, kannst 5. sein oder du kannst auch 12. sein. Und es schaut natürlich auf der Liste immer schlechter aus, als wie eigentlich dann die Leistung ist. Und wenn man da vielleicht ja was überlegt, einfach dies mir auch zu unterstützen, wäre sehr gut. Im Materialbereich hat man eigentlich relativ gute Geräte, wo man es kontrollieren kann. Man muss es nur einfach kontrollieren und dann einfach auch klar und scharf sanktionieren. Das ist eher das Hauptproblem, wo einfach ist, dass diese Sachen einfach nicht immer so sanktioniert werden, wie sie eigentlich sollen. Wir hoffen auf jeden Fall auf eine faire Saison 22, 23, dass ich es noch rausbekomme. Alles Gute für den Sommer und wir freuen uns dann auf den Auftakt im November in Wiesla. Danke.
Das war also der Einblick in das aktuelle Geschehen bei den ÖSV-Adlern, die sich in den vergangenen Tagen beim Stanglwirt aufgehalten haben, um das erste Wiedersehen nach dem Urlaub zu generieren. Dann kam eben die Nachricht, dass der Weltcup-Kalender anders aussehen wird, nachdem die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr im November und Dezember stattfinden wird. Man wird die Adaptionen annehmen, man wird darauf reagieren und versuchen, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten mit dem Höhepunkt im Februar bei der nordischen Ski-WM in Planitz. Das war der Krone Sports Talk. Würde mich freuen, wenn Sie bald wieder mit dabei sind. Boom. Boom, 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 boom.